Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Etwas Make-up, eine gekonnte Hand und schon blickt man in den Spiegel und erkennt sich selbst kaum wieder. Mit Fokus auf die Themen Maske und Mimik ging es mir in dem Video darum darzustellen, mit welchen teilweise so geringen Mitteln man einen Menschen äußerlich als einen anderen Charakter erscheinen lassen kann, der nicht nur die Erscheinung der Schauspielerinnen und Schauspieler, nachdem sie in der Maske waren, hat mich fasziniert. Auch die Eindrücke aus dem Rollenbuch von Martina Geddeck hatten mich neugierig gemacht. Wie fühlt es sich an, in eine neue Rolle zu schlüpfen oder sich selbst so vollkommen anders als gewohnt wahrzunehmen? Und wie würden andere auf diese Veränderung reagieren? Deswegen kam ich auf die Idee, mich von einer professionellen Maskenbildnerin schminken zu lassen. Gespannt war ich schon seit längerem auf meine Begegnung mit Heidi Lauser. Sie ist eine Maskenbildnerin, die schon seit über 20 Jahren in diesem Berufsfeld arbeitet, sei es im filmischen Bereich oder im Theater. Ich war selbst noch nie professionell bzw. generell viel geschminkt worden und war gespannt, wie es sein würde. Würde ich mich anders fühlen, wie ein neuer Mensch oder eine andere Figur? Doch als ich in den Spiegel blickte, fühlte ich mich nicht nur äußerlich verändert. Mit jeder neuen Make-up-Schicht, mit jedem Pinselstrich fühlte ich mich unwohler. Äußerlich erkannte ich mich immer wieder. Auch war mir bewusst, dass ich es gerade war, dessen eigenes Abbild ich im Spiegel sah. Trotzdem war ich nicht ich selbst und fühlte mich unwohl in meiner eigenen Haut. Das konnte doch nicht wirklich ich sein, die sich gerade im Spiegel betrachtete. Obwohl ich es genau wusste, dass ich es war. So wurde mir deutlich bewusst, wie ein äußeres Bild nicht nur die Erscheinung gegenüber anderen beeinflusst, welche Wirkung es auf andere haben kann, auch wie intensiv es die eigene Wahrnehmung und das eigene Wohlbefinden beeinflusst. Erst abgeschminkt fühlte ich mich wieder wohl.